Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Geheimprojekt Gaskuh und das Ganze heute wieder mit dem lieben Yannick, der ist gerade Kaffee holen, der kommt gleich dazu und der liebe Alex ist noch mit dazugekommen. Moin! So, und der Alex, der wird mir heute mal jetzt hier erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, So. Wie nochmal? Also, hier, naja, hier der Dings hier, der Vehikel. Ja, das ist genau das Vehikel, da war ja noch. Also ich habe jetzt schon rausgefunden mit Steuerung 2 und 3. Kann ich. Ah, was kann ich denn mit der 4 noch machen? Ah, warte mal, da geht's Licht an. Jetzt hier. Okay, das ist das. Junge, wie kann man? Jetzt bin ich kurz perplex. Warte. Machen das mal aus. Ja. Also das. Oh, Entschuldigung. War die falsche Taste? So. Haben wir so, das haben wir so. Arbeitsplatte, was? Wurde neu berechnet. Aber wie schalte ich den jetzt an? Ich bin gerade selber an diesem Würfel, wie funktioniert das noch nicht? Das ist ja jetzt die Frage, vielleicht mit 0? GPS haben wir drauf. Ja gut, ich bin in dem alten Drescher drin, der hat noch keinen GPS gehabt. Nee, du bist bei Vehicle. Genau. So, das Konfigurationsöffnen, eine Steuerung rechts plus Numpad. So, na, ich habe jetzt schon Arbeitsbreite und die roten Linien. Die habe ich. So, Arbeitsbreite neu berechnen haben wir. Fahrspur. Bin gespannt. Ich habe das noch nie benutzt, meine Lieben. Deswegen muss mir da jetzt der Alex helfen. Ja, nee, VCA verträgt sich mit den anderen nicht, das stimmt. Das ist, deswegen ist VCA bei uns runtergeflogen. Weil es nur Probleme gemacht hat. So. Warte mal, aktiviert sich das von selber? Ich weiß es. Alter, Don Daniels. Tom Daniels. Verschenkt nochmal 5 Subgeschenke an die Community. Tom, vielen, vielen Dank dafür. Gibt's für dich das Herz zum Herzen geben. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Mach mal Steuerung rechts Ende. Steuerung rechts? Und die Ende-Taste. Ende. Oh, ja, jetzt ist an. Und da lenkt er auch automatisch jetzt. Weil jetzt, das ist nämlich Fahrspur halten. Ach, das ist Fahrspur halten? Ah. Moin! Boah. Ay, caramba! Mann. Alter! Mann! Junge! Ach, nee. So, Puls ist wieder da, wir sind jetzt alle wach. Alle wach? Ah, ja, wir leben wieder. Ach, nee. Ist nicht Worte zu fassen. Ja, liebe Zuschauer, der Yannick ist jetzt auch wieder da, ne? So, warte mal, ich muss aber mal hier. So, nimmt der jetzt auch die Fahrspur? Ach so. Nee, warte mal. Aber der nimmt jetzt. Ich will doch aber. Ah. Ah, das wollte ich, genau. Das wollte ich. So. Da musst du jetzt normalerweise. Du müsstest jetzt rein theoretisch das, die Fahrspur umkehren um 180 Grad, richtig? Ja. Da müsstest du nämlich Steuerung rechts, Position 1. Achtung! Arbeitsbreite.
hat er berechnet. So. Ah. Jetzt. Aber warte mal, Dennis. Ich habe auch gerade was berechnet, aber. Sei doch nicht so. Der uns immer schlagen muss, ja, eigentlich verstehe das nicht. Ich halte mir. Jetzt, warte mal, jetzt. Aber normalerweise. Aber der macht doch nicht. Boina, moin. Warte mal. Das und Ende. Aber jetzt fährt er. Wie macht das denn jetzt? Jetzt müsste er doch eigentlich automatisch sich drauf einpegeln. Ja, wir müssen das mal probieren. Ich muss mich hier mal ein bisschen einfuchsen. Weil, wisst ihr, ich bin das ja so, oder man ist das ja so gewöhnt durch das GPS, dass er dann automatisch die daneben liegende Spur von sich auswählt. Wenn du reinfährst, wisst ihr? Mhm. Theoretisch. Weiß aber nicht, ob der das macht. Was ich hier noch einmal lese, ist: Fahrzeug eine Spur nach rechts versetzen, kannst du belegen, und eine Spur nach links versetzen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob er, du müsstest da rein theoretisch einmal 180 Grad Wende, den Knopf, die Tastenfolge drücken und dann eine Spur nach rechts oder links versetzen. Wenn ich das jetzt so hier raus lese. Das ist aber schon wieder so Heidenarbeit, hey. Oh. Ah, früher war alles nicht so einfach. Nee, früher hast du dich reingesetzt, dann ging es los. Deswegen auch die alten Maschinen. Ja, dann lassen wir das weg. Nee, das ist ja ähnlich. Ja, warte mal, wie das wird aus. Ja, dann lassen wir das weg, dann machen wir das so hier. Machen wir das so und fertig ist der Lack. So. Wir werden aber jetzt nicht die ganze Folge lang nur dreschen, meine Lieben. Ich werde mir auch jetzt gleich mal einen Schwader holen. Und dann werden wir das Stroh dann nämlich auch gleich schwaden. So. Vielleicht hat ja dann der Alex Lust, eine Runde zu dreschen. Selbstverständlich. So. Na, und wenn du so gar keinen Bock mehr hast, dann kannst du auch von mir aus Gras mähen. Oh. Gras mähen? Wo bist denn du? 37. 37. Weg. Ach, hier hinten. Verdammt. Warte, ich komme hingefahren. Alex, wenn du willst, Drescher ist frei. Selbstverständlich. Ja, warte, ich komme. Ah ja, den hier nehmen wir. Den hier nehmen wir, meine Lieben. Ah, schön mit den schwarzen Felgen. Los geht's. Ah, ja, den schön hier. So, Yannick, du sagtest ja, du hast ja da was, was wir da auch bei dir sehen würden hier, was Neues. Mhm. Da, sehen wir das jetzt, ja? Mhm. Cool. Da bin ich ja mal gespannt. Ist das das Neue, was vier Räder hat bei dir? Das ist was Neues, was vier Räder hat, ja. Ja, warte mal, wie komme ich denn da hin? Sieht bestimmt schick aus. Darum und dann dort lei. Ah, okay, das kriegen wir hin. Hast du Originalfarben oder geändert? Nee, original. Original? Ja gut, Felgenfarbe habe ich mich ein bisschen ausgetobt. Original, sagt er. Vom Helfer würde ich abraten. Der hat, nehme ich mal bei Jahre um sich aktiviert. Einen Fehler habe ich noch nicht. Ah, alles klar. Also Helfer nicht aktivieren. Hier. Yeah. Gut, Damien Doc. Das ist schon mal ein Hinweis, mit dem können wir umgehen. Jungs, den Helfer bitte nicht aktivieren im Spiel. Okay. Irgendwas läuft dann hier falsch. So. Excel läuft dann amok. Was mache ich bitte? Excel läuft dann amok. Naja, will ich schon wieder ein Safe Game machen. Das war letztes schon so. Wie, auf diese? Ja. Ist ja schon das zweite Safe Game. Echt? Ja, ne, weil Giants war doch so nett und hat ein Update gebracht. Ach. Weißt du, und da war das doch leicht suboptimal. So. Ich muss bei mir die ganze Grafik erstmal neu einstellen nach gestern, ey. Oder vorgestern. Also ich muss ja sagen, ich fuchse mich ja jetzt hier ein mit dem Nvidia-Grafik. Bis jetzt haben die Zuschauer gesagt, jetzt passt so mit den Einstellungen. Aber was du da an Schärfe nochmal rausholen kannst, das finde ich ja phänomenal.
Oh, das ist mega. Also bei mir sieht das auch richtig, richtig geil aus jetzt. Also das ist ja... Fängst du an zu sabbern, ey. So schön ist das. So, ja, ich müsste erstmal das Lenkrad zehnmal abwischen. Naja, nicht. So war der erste Feldweg. Janik, ich binde dich ohne mich zu verfahren. Was, ehrlich? Ja. Das wäre ja der Hammer. Also, ja, siehst du, ein blindes Huhn findet irgendwann mal Eskorn. Das. Irgendwann ist das so. So war der. Zimmer. Altbaum. So. Ah. Ich werde doch gelacht diesmal. Das wäre doch diesmal gelacht, hey. So, ziehen wir mal hier lang. Perfekt. Wolle. Ja, wolle. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. 50 km/h, ja, lang geimmelt. Hunger. Excel macht Federtest. Ja, definitiv. Definitiv. So, warte, mal gucken. Da ist er, ja. Jetzt passt. Nick, ohne mich zu verfahren. Ach Gott, da bin ich ja stolz wie Nachbarsbälle. Oh, ich komm zu dir. Ja, ich sehe dich schon. Was, so wie du die Grafikkarte geupdatet hast, musst du den Shader wieder von neu einstellen. Ja gut, das macht aber nichts. Das kann ich mir dann merken. So. Ach, hier sitzt er, Junge. Mhm. Du, nun zeig mal her das neue Maschinchen. Das neue Maschinchen? Ja, ja, zeig mal her, ja. Und dreh dich mal um. Das ist ein Fendt. Mhm. Das ist ein Fendt, Junge. Mhm. Und schöner. Was für einer, ich sag's dir. Und was für einer. 924? 926. 926, ah. Oh. Oh, hast, du Schluffen, hast du da Schluffen drauf gezogen? Oh. Ja, sicher. Oh. Alter. Und was du da alles machen kannst wieder. Das grenzt ja schon fast an Simple IC. Ich weiß nicht, ob der das ist. Die 8er-Serie habe ich gerade bei Controller-Einstellungen gesehen. Da hast du ja alles Mögliche, was du da tastentechnisch belegen kannst. Hm. Echt? Ja, muss mal gucken, bei Tastatureinstellung oder Tastenbelegung und dann bei ganz unten war der Fendt 8er oder so, da kannst du, weißt du, geil, was belegen. Warte mal, Alter, was kannst du denn hier wieder? STRG plus G. Oder Motor starten. Ach, lul. Na, das ist ja mal geil. Fenster vorne, Z. Ich muss sehen, ich muss das fühlen. Fenster hinten, T. Genau so ist es. Das gemähte Gras, das muss man ins Gesicht flattern. Muss so riechen können, ne? Richtig. Dachluke viel. Warte mal, was? Dachluke viel? Ach, null. Ah, ja, weil. Hör, Janik, ja. Optimale Durchlüftung. Ja, sicher. Ist das geil, weil ich mit dem darf ich jetzt hier mähen? Ja, wenn du möchtest. Oh, gerne. Gerne. So. Aber die Details in der Radnabe, die sind auch nice aus, von der Vorderachse. Jo. Alter. Macht ja ganz schön Rabatz, du. Aber hey. Da ist aber. Das ist aber echt schick. Ganz ehrlich sagen. Schön mit dem Chromgitter hier beim Auspuff. Ja. Das ist schon geil. Aber weißt du, was ich jetzt auch noch feiern würde bei der Variante hier? Ja. Weil der jetzt so rausbläst beim Auspuff oben bei der Esse. Das noch ein Zacken dunkler, auch beim Vollgas. Das, ja, das stimmt. Das wäre wär auch nochmal, weißt du, sobald der Last bekommt, dass der da. So richtig Diesel durchömmelt. Genau, so ist es dann mal richtig schön, ja, ne, an die Umwelt. 2,30 Euro da raushauen. Genau, es soll ja Spaß machen. Spaß kostet. Richtig, und das muss man sehen. Ja, jetzt gehen wir aber erst mal. Ah.
Ist das geil. Ist das geil. Oh ja. Oh ja. Das macht Laune. Das macht richtig Laune mit das denen. Das macht Laune. Also ich hatte gerade richtig Spaß mit denen, hier drüber zu fahren. Der hat eine gute Geschwindigkeit, hey. Des Weiteren, du kannst dich dann auch noch auf der 14 und auf der 13 aufsoben, ne? Okay. Oh, halt, warte. Aber nee, warum 13, nimmt 13 der, nicht. Warum nimmt der vorne nicht mit hoch? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das nicht diese Tastenkombi, die du machen musst dafür? Ja, die habe ich ja. Die habe ich mir auf der E20 gelegt bei mir auf der Konsole. Naja, vielleicht musst du sie nochmal neu legen, kann das sein? Also laut den Eigenlinks würde ich sagen, ist sogar vorne hoch. Ah, nee, ist verkehrt worden. Du hast den Miwek ausgewählt, du musst den Trecker eigentlich ausgewählt haben, dann müsstet ihr das machen. Auch nicht. Oder? Schade, macht er nicht. Oder, weil bei dem eine andere Tastenbelegung ist. Weil bei dem zu viel drin ist, das kann auch sein. Ansonsten, was war denn das auf der Tastatur? STRG? Und dann I. Nee. STRGV. STRGV, warte mal, das muss ich mal kurz probieren. Was sagen, oder ist die schon bewegt? Dann wird irgendwie Tür öffnen, Fenster. Ja, da hebt er auch bloß hinten aus. Ja gut, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja jetzt nicht. Du, Yannick, auf der 14 hast du gesagt, soll ich dann auch noch mähen? Ja genau, die 13 ist noch nicht fertig. Ja. Yeah. Krieg mal hin. Ich krieg mal hin, mein Junge. Ist das geil. Der macht aber wirklich. Der macht wirklich gut Rabatz hier. Ey. Hast du drei Imschen? Kennt ihr das beim LS-Spielen? Der sitzt in einem Mod, der Spaß macht und er kriegt so ein leichtes Grinsen auf die Lippe. Einfach nur geil. Einfach nur geil. So, hebt mal wenigstens hinten aus. Bin nämlich so schlimm. Ja, wenn der jetzt noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Na gut, in den Mod können wir ja auch so reingucken, ne? Ich muss mich da morgen mal kurz ein bisschen dran rumprobieren. Ich muss schon wieder das Ding dunkler machen. Aber. Meine lieben YouTuberinos, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Mensch, die Zeit vergeht immer wie im Flug, das ist Wahnsinn. Allerdings, wenn es euch gefallen hat, lasst euch sehr gern das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wir drei sagen erstmal Tschüss und Ciao und Winke Winke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.